Karl May, Winnetou 1, 5. Kapitel 5f Fortsetzung. Bin ich überzeugt, einen feindlichen Späher vor mir zu haben, so muss ich, um mich zu retten, ihn unschädlich machen, ihn töten, und zwar durch eine Kugel, welche ihn zwischen die Augen trifft, denn auf diese muss ich zielen, weil sie das Einzige sind, was ich von ihm sehe. Wenn ich aber das Gewehr wie gewöhnlich anlege, es also an die Wange nehme, so sieht er, dass ich auf ihn ziele, und verschwindet augenblicklich. Ich muss mein Ziel also in einer Weise nehmen, dass er es nicht bemerkt. Dies geschieht beim Knieschuss. Ich krümme nämlich das rechte Bein derart, dass sich das Knie erhebt und mein Oberschenkel eine Linie bildet, deren Verlängerung die beiden Augen, welche ich sehe, treffen würde. Dann greife ich, scheinbar gedankenlos wie spielend, nichts beabsichtigend, zum Gewehr, nehme den Lauf an meinen Oberschenkel, so dass er genau in seine Verlängerung zu liegen kommt und drücke ab. Das ist schwer, sehr schwer, zumal man nur die rechte Hand dazu nehmen darf, da beim Gebrauch beider Hände der Vorgang keineswegs diese notwendige und scheinbare Harmlosigkeit besitzen würde. Mit der einen Hand das Gewehr richten, es fest an den Schenkel halten und dann abdrücken, das bringen Hunderte nicht fertig. Dabei ist noch gar nicht mitgerechnet, wie schwer es ist, in dieser Lage und ohne das Auge an das Visier bringen zu können, ein sicheres Ziel zu nehmen. Und dieses Ziel besteht doch nur aus zwei kaum und ungewiss sichtbaren Punkten, mitten in einer vom Flackerfeuer überzitterten und vielleicht vom Winde bewegten Laub- und Blättermasse. Dies meinte Winnetou, als er vom Knieschuss sprach. Er war Meister in ihm. Mir war dieser Schuss meist deshalb nicht leicht geworden, weil mein Bärentöter so schwer wog und mit einer Hand in dieser Weise kaum regiert werden konnte. Die fortgesetzte Übung brachte mich dann aber doch zu dem gewünschten Erfolg. Während die anderen alle sich durch das resultatlose Durchsuchen der Umgebung befriedigt oder beruhigt fühlten, war dies mit Winnetou nicht der Fall. Er stand nach einiger Zeit wieder auf und entfernte sich, um die Forschung selbst noch einmal vorzunehmen und fortzusetzen. Es verging über eine Stunde, bis er wiederkam. Es ist kein Mensch da, sagte er. Sam Hawkins wird sich also wohl geirrt haben. Trotzdem stellte er statt der bisherigen zwei nun vier Wachen aus und wies sie an, möglichst aufmerksam zu sein und im Umkreis des Lagers öfters zu patrouillieren. Dann legten wir uns schlafen. Mein Schlaf war nicht ruhig. Ich wachte öfters auf und hatte in den Zwischenzeiten kurze, aber unangenehme Träume, in denen Santer mit seinen drei Gefährten die Hauptrolle spielte. Das war gewiss die einfache, leicht erklärliche Folge unserer Begegnung mit ihm, gab aber, als wir mit dem Morgen aufstanden, seiner Person eine Bedeutung, die ich mir vergeblich auszureden versuchte. Man macht ja die Erfahrung, dass die Person, von welcher ein Mensch träumt, dann eine größere Wichtigkeit für ihn besitzt als vorher. Nach dem Frühstück, welches aus Fleisch und einem Brei von Mehl in Wasser bestand, machte sich Intschu Tschuna mit seinem Sohn und seiner Tochter auf den Weg. Ehe sie gingen, bat ich um die Erlaubnis, sie wenigstens eine Strecke weit begleiten zu können. Damit sie überzeugt sein sollten, dass ich dies nicht in der Absicht tue, den Weg nach dem Goldort zu finden, sagte ich ihnen, dass ich den Gedanken an Center nicht loswerden könne. Ich wunderte mich über mich selber, denn ich hegte, ohne irgendeinen stichhaltigen Grund zu haben, heute früh die Überzeugung, dass er mit seinen Leuten doch zurückgekehrt sei. Das war wohl die Folge meiner Träume. Mein Bruder braucht sich nicht um uns zu sorgen, antwortete Winnetou. Um ihn zu beruhigen, werde ich noch einmal nach Spuren suchen. Wir wissen, dass er nicht nach Gold strebt, aber wenn er auch nur eine kurze Strecke mit uns ginge, würde er den Ort ahnen und ganz sicher dann das Fieber bekommen, welches nach dem tödlichen Staub strebt und das Bleichgesicht nicht eher verlässt, bis es an Leib und Seele zugrunde gegangen ist. Wir bitten dich also nicht aus Misstrauen, sondern aus Liebe und Vorsicht, nicht mit uns zu gehen. Damit musste ich mich bescheiden. Er forschte noch einmal nach, ohne eine Spur zu entdecken, und dann gingen sie fort. Daraus, dass sie nicht ritten, zog ich den Schluss, dass der Ort, den sie aufsuchen wollten, nicht sehr weit entfernt sein könne. Ich legte mich ins Gras, brannte mein Kalumet an
und unterhielt mich mit Sam, Dick und Will, alles nur, um meine grundlosen Befürchtungen loszuwerden. Aber ich hatte keine Ruhe. Ich stand bald wieder auf. Es war etwas in mir, was mich forttrieb. Darum warf ich das Gewehr über und entfernte mich. Vielleicht entdeckte ich ein Wild, welches meine Gedanken ablenkte. Intschuchuna hatte das Lager südwärts verlassen, darum ging ich nordwärts, damit es nicht heißen solle, dass ich auf verbotenen Wegen gehen wollte. Als ungefähr eine Viertelstunde vergangen war, traf ich zu meinem Erstaunen auf eine Fährte, welche von drei Personen hinterlassen worden war. Sie hatten Mokassins getragen. Ich unterschied zwei große, zwei mittlere und zwei kleinere Füße. Die Spuren waren neu. Das mussten Intschuchuna, Winnetou und Tschotschi gewesen sein. Sie hatten sich südwärts entfernt, dann aber ihren Weg nach Norden genommen, natürlich um uns zu täuschen. Wir sollten den Fundort des Goldes im Süden vermuten. Durfte ich weitergehen? Nein. Es war möglich, dass sie mich sahen. Höchstwahrscheinlich stießen sie bei ihrer Rückkehr auf meine Spur, und da sollte bei ihnen nicht der Gedanke aufkommen, dass ich ihnen heimlich nachgelaufen sei. Aber in das Lager wollte ich auch noch nicht, und so spazierte ich in östlicher Richtung weiter. Schon nach kurzer Zeit musste ich wieder anhalten, denn ich traf auf eine zweite Fährte. Die Untersuchung ergab, dass sie von vier Männern stammte, welche Stiefel mit Spuren getragen hatten. Ich dachte sofort an Santa. Die Spur führte nach der Richtung, in welcher ich die beiden Häuptlinge wusste, und schien aus einem nicht weit entfernten Gebüsch zu kommen, aus welchem einige noch belaubte Scharlacheichen hoch emporragten. Dorthin musste ich zunächst. Es war richtig, die Fährte kam aus diesem Gebüsch, und als ich dort eindrang, fand ich die vier Pferde angebunden, welche Santa und seine Leute geritten hatten. Dem Boden war deutlich anzusehen, dass die vier Kerls hier während der Nacht geherbergt hatten. Sie waren also doch umgekehrt. Warum? Jedenfalls unseretwegen. Sie trugen sich gewiss mit den Gedanken herum, welche Winnetou mir gestern erklärt hatte. Sam Hawkins hatte sich gestern Abend nicht geirrt, sondern wirklich zwei Augen gesehen, den Speer aber durch sein falsches Verhalten vertrieben, noch ehe der Schuss abgefeuert wurde. Wir waren also belauscht worden. Santa beobachtete uns, um einen Augenblick zu erwarten, an welchem er den, auf den er es abgesehen hatte, allein abfangen könne. Aber diese Stelle war so weit von unserem Lager entfernt. Wie konnte er uns da beobachten? Ich betrachtete die Bäume. Sie waren zwar sehr hoch, doch nicht zu stark und leicht zu erklettern. Die Rinde des einen zeigte Risse, welche nur von Spuren eingeritzt sein konnten. Man war also hinaufgeklettert, und von dieser Höhe aus konnte man unbedingt, wenn nicht das Lager selbst, aber doch jeden, der es verließ, recht gut sehen. Himmel! Welcher Gedanke kam mir jetzt? Wovon hatten wir gestern Abend gesprochen, ehe Sam die Augen entdeckte? Davon, dass Intschuchuna heute fortgehen wollte, um mit seinen Kindern das Gold zu holen. Das hatte der Lauscher gehört. Heute früh war die Eiche von ihm bestiegen worden, und da hatte er die drei Erwarteten vorüberkommen sehen. Kurz darauf war er ihnen mit seinen drei Spießgesellen gefolgt. Winnetou in Gefahr, Tschotschi und ihr Vater auch. Ich musste fort, augenblicklich fort und möglichst schnell hinter den Buschkleppern her. Ich durfte mir gar nicht Zeit nehmen, vorher nach unserem Lager zurückzukehren, um es zu alarmieren. Rasch band ich eines der vier Pferde los, zog es aus dem Gebüsch ins Freie, schwang mich auf und galoppierte auf ihrer eigenen Fährte, welche sich bald mit den Spuren der Häuptlinge vereinigte, den Halunken nach. Dabei suchte ich nach Anhaltspunkten zu erraten, wo, falls ich diese Fährte verlieren sollte, der Fundort des Goldes gesucht werden müsse. Winnetou hatte von einem Berg, den er Nuggetsil nannte, gesprochen. Nuggets sind Goldkörner, welche man in verschiedener Größe findet. Seal ist ein Apachenwort und bedeutet Berg. Nuggetsil heißt also Nuggetberg. Der Ort lag demnach jedenfalls hoch. Ich musterte die Gegend, durch welche ich jagte. Nördlich von mir, gerade in meiner Richtung, lagen einige beträchtliche Höhen, welche mit Wald bewachsen waren. Eine von ihnen musste der Nuggetberg sein. Das war für mich in einem Augenblick klar. Der alte Gaul, auf welchem ich saß,
war mir nicht schnell genug. Ich riss im Vorüberjagen eine Rute von einem Busch und trieb ihn damit an. Er tat, was seine Kräfte vermochten, und die Ebene verschwand hinter mir und die Berge öffneten sich. Die Spur führte zwischen Zweien hinein, doch konnte ich sie nach einiger Zeit nicht mehr erkennen, denn die Bergwasser hatten ihr sehr viel grobes Steingeröll von den Höhen herabgeschwemmt. Ich stieg aber trotzdem nicht ab, denn es verstand sich ganz von selbst, dass die Gesuchten hier weiter das Tal hinaufgegangen waren. Später öffnete sich rechts eine Seitenschlucht, deren Grund ebenso steinig war. Jetzt galt es zu erfahren, ob sie da rechts abgewichen oder geradeaus gegangen waren. Ich sprang aus dem Sattel und untersuchte das Geröll. Es wurde mir nicht leicht, die Spur zu entdecken. Ich fand sie aber doch, sie führte in die Schlucht hinein. Ich stieg wieder auf und folgte ihr. Bald aber teilte sich der Weg und ich musste abermals absteigen. Voraussichtlich geschah dies später wieder und da konnte mir das Pferd nur hinderlich sein. Ich band es also an einen Baum und eilte zu Fuß weiter, nachdem ich gesehen hatte, wohin die Fährte wies. Ich hastete in einem engen, felsigen Gerinne weiter, in welchem sich jetzt kein Wasser befand. Die Angst trieb mich zu einer Eile an, welche mir nach und nach den Atem raubte. Auf einer scharfkantigen Höhe angekommen, musste ich stehen bleiben, um die Lunge ruhiger werden zu lassen. Dann ging es weiter, drüben ein Stück hinab, bis die Spur plötzlich links in den Wald einbog. Ich rannte mehr, als ich lief, unter den Bäumen hin. Sie standen erst dicht beisammen, dann weiter auseinander, bis es so licht vor mir wurde, dass ich annahm, einen freien Platz vor mir zu haben. Noch hatte ich ihn nicht erreicht, da hörte ich mehrere Schüsse fallen. Einige Augenblicke darauf erscholl ein Schrei, der mir wie ein Degen durch den Körper drang. Es war der Todesschrei der Apachen. Nun rannte ich nicht nur, sondern ich schnellte mich förmlich weiter in langen Sätzen wie ein Raubtier, welches sich auf seine Beute werfen will. Wieder ein Schuss und noch einer. Das war das Doppelgewehr Winnetous. Ich kannte seinen Knall. Gott sei Dank, er lebte also noch, denn wer tot ist, kann nicht schießen. Ich hatte nur noch einige Sprünge zu tun, dann hatte ich die Lichtung erreicht und blieb unter dem letzten Baum stehen, denn was ich sah, fesselte meinen Fuß förmlich an den Boden. Die Lichtung war nicht groß, fast mitten auf ihr lagen Intschuna und seine Tochter. Ob sie noch lebten, sich noch bewegten, konnte ich zunächst nicht bestimmen. Unweit davon befand sich ein kleiner Felsblock, hinter welchem Winnetou steckte. Er war soeben beschäftigt, sein abgeschossenes Gewehr wieder zu laden. Links von mir standen zwei Kerls, von Bäumen beschützt, mit angelegten Gewehren bereit, sofort zu schießen, sobald sich Winnetou eine Blöße geben werde. Rechts von mir schlich ein Dritter vorsichtig unter den Bäumen hin, um Winnetou zu umgehen und ihm in den Rücken zu kommen. Der Vierte lag gerade vor mir, tot, durch den Kopf geschossen. Die zwei waren für den Augenblick dem jungen Häuptling gefährlicher als der Dritte. Ich nahm den Bärentöter auf und schoss sie beide nieder. Dann sprang ich, ohne mir vorher Zeit zum Laden zu nehmen, hinter dem Dritten her. Er hatte meine Schüsse gehört und sich rasch umgedreht. Er sah mich kommen, zielte auf mich und drückte ab. Ich sprang zur Seite, er traf mich nicht. Da gab er sein Spiel verloren und floh in den Wald hinein. Ich eilte ihm nach, denn es war Center. Ich wollte ihn fangen. Aber die Entfernung zwischen ihm und mir war so groß gewesen, dass ich ihn zwar am Rande der Lichtung hatte sehen können, im Walde jedoch nicht mehr sah. Ich musste mich also nach seinen Fußeindrücken richten, da konnte ich leider nicht so schnell hinter ihm her, wie ich wollte. Es war nicht möglich, ihn einzuholen, darum kehrte ich schon nach kurzer Zeit wieder um, zumal ich mir sagte, dass Winnetou mich vielleicht brauchen werde. Er kniete, als ich die Waldblöße wieder erreichte, bei seinem Vater und seiner Schwester, ängstlich suchend, ob noch Leben in ihnen sei. Als er mich kommen sah, stand er für einen Augenblick auf. Seine Augen hatten einen Ausdruck, den ich niemals vergessen werde. Es sprach ein fast wahnsinniger Grimm und Schmerz aus ihnen. »Mein Bruder Old Shatterhand sieht, was geschehen ist. Chochi, die schönste und beste der Apachentöchter, wird nicht nach den Städten der Bleichgesichter gehen. Es ist noch ein wenig Leben in ihr, aber sie wird wohl ihre Augen nicht wieder öffnen.« Ich war keines Wortes fähig, ich konnte nichts sagen und nichts fragen.
Wonach hätte ich ihn auch fragen sollen? Ich sah ja, wie es stand. Sie lagen in einer tiefen Blutlache nebeneinander. In Tschuchuna mitten durch den Kopf und schöner Tag durch die Brust geschossen. Er war sofort tot gewesen. Sie atmete noch schwer und röchelnd, während die schöne Bronze ihres Gesichtes immer matter und matter wurde. Die vollen Wangen fielen ein und der Ausdruck des Todes breitete sich über die mir so teuren Züge. Da bewegte sie sich leise. Sie wandte den Kopf nach der Seite, wo ihr Vater lag, und öffnete langsam die Augen. Sie sah ihn Tschuchuna im Blute liegen und erschrak auf das Heftigste, nur dass bei ihrer Mattigkeit der Schreck nicht den lebhaften Ausdruck wie sonst finden konnte. Sie schien nachzusinnen, dann kam sie zum Bewusstsein dessen, was geschehen war, und fuhr sich mit dem kleinen Händchen nach dem Herzen. Sie fühlte das warme, von dort entrinnende Blut und stieß einen tiefen, röchelnden Seufzer aus. »Chochi, meine gute, meine einzige Schwester«, klagte Winnetou mit einem Ausdruck seiner brechenden Stimme, der unmöglich in Worten wiedergegeben werden kann. Da erhob sie den Blick zu ihm. »Winnetou, mein Bruder«, flüsterte sie, »räche mich.« Dann glitt ihr Auge von ihm zu mir herüber und ein frohes, aber schnell ersterbendes Lächeln spielte um ihre erblichenen Lippen. »Oh, Chatterhand«, hauchte sie, »du, bis da nun sterbe ich so.« Mehr hörten wir nicht, denn der Tod ließ sie nicht aussprechen, sondern schloss ihr für immer den Mund. Es war, als wolle mir das Herz zerspringen. Ich musste mir Luft machen, sprang auf, denn wir hatten uns bei ihr niedergekniet, und stieß einen lauten, lauten Schrei aus, dessen Echo von den Wänden der benachbarten Berge widerhallte. Winnetou stand auch auf, langsam, als ob er von zentnerschweren Gewichten niedergehalten werde. Er schlang beide Arme um mich und sagte, »Nun sind sie tot. Der größte, edelste Häuptling der Apachen und Chochi, meine Schwester, welche dir ihre Seele gegeben hatte. Sie starb mit deinem Namen auf den Lippen. Vergiss dies nicht, vergiss es nicht, mein lieber Bruder.« »Nie, nie werde ich es vergessen«, rief ich aus. Dann nahm sein Gesicht einen ganz anderen Ausdruck an und seine Stimme klang wie fernes, drohendes Donnerrollen, als er fragte, »Hast du gehört, was ihre letzte Bitte an mich war?« »Ja.« »Rache. Ich soll sie rächen, und ja, ich werde sie rächen, wie noch nie ein Mord gerächt worden ist. Weißt du, wer die Mörder waren? Du hast sie gesehen. Bleichgesichter waren es, denen wir nichts getan hatten. So ist es stets gewesen, und so wird es immer, immer sein, bis der letzte rote Mann ermordet worden ist. Denn wenn er auch eines natürlichen Todes sterben sollte, ein Mord ist es doch ein Mord, welcher an meinem Volke geschieht. Wir wollten nach den Städten dieser verruchten Bleichgesichter. Chochi wollte werden wie eine weiße Squaw, denn sie liebte dich und glaubte, dein Herz zu gewinnen, wenn sie sich das Wissen und die Sitten der Weißen angeeignet hatte. Das hat sie mit dem Leben bezahlt. Mögen wir euch hassen oder mögen wir euch lieben, es ist ganz gleich. Wo ein Bleichgesicht seinen Fuß hinsetzt, da folgt hinter ihm das Verderben für uns. Es wird ein Klagen geben durch alle Stämme der Apachen, und ein Wut- und Rachegeheul wird erklingen überall, an jedem Orte, wo sich ein Angehöriger unserer Nation befindet. Die Augen aller Apachen schauen jetzt auf Winnetou, um zu sehen, wie er den Tod seines Vaters und seiner Schwester rächen wird. Mein Bruder Old Shatterhand mag hören, was ich hier bei diesen beiden Leichen gelobe. Ich schwöre bei dem großen Geiste, und bei allen meinen tapferen Vorfahren, welche in den ewigen Jagdgründen versammelt sind, dass ich von heute an jeden Weißen, der mir begegnet, mit dem Gewehre, welches der toten Hand meines Vaters entfallen ist, erschießen oder...« »Halt!« fiel ich ihm schaudernd in die Rede, denn ich wusste, dass es ihm unnachsichtlicher, unerbittlicher Ernst mit diesem Schwure sein würde. »Halt, mein Bruder Winnetou!
mag jetzt nicht schwören, jetzt nicht. Warum jetzt nicht? Fragte er, fast zornig. Ein Schwur muss mit ruhiger Seele gesprochen werden. Uff, meine Seele ist in diesem Augenblicke so ruhig wie das Grab, in welches ich diese meine beiden Toten legen werde. Wie es sie nie wieder zurückgeben wird, ebenso wenig werde ich jemals ein Wort von dem, was ich schwöre, zurücknehmen. Sprich nicht weiter, unterbrach ich ihn abermals. Da funkelten mich seine Augen beinahe drohend an und er rief aus, will Old Shatterhand mich hindern, meine Pflicht zu tun? Sollen die alten Weiber mich anspucken und soll ich aus meinem Volke gestoßen werden, weil ich nicht den Mut besitze, das zu rächen, was heute hier geschehen ist? Es sei ferne von mir, dies von dir zu verlangen. Auch ich will Strafe für den Mörder. Drei von ihnen hat sie schon ereilt, der vierte ist entflohen, doch entkommen wird er uns nicht. Wie sollte er entkommen, fuhr er auf, aber ich habe es nicht allein mit ihm zu tun. Er hat gehandelt als Sohn jener bleichen Rasse, die uns Vernichtung bringt. Sie ist verantwortlich für das, was sie ihn gelehrt hat, und ich werde sie zur Verantwortung ziehen. Ich, Winnetou, nunmehr der erste und oberste Häuptling aller Stämme der Apachen. Er stand stolz und hoch aufgerichtet vor mir, ein Mann, der sich trotz seiner Jugend als König all der Seinen fühlte. Ja, er war der Mann dazu, das auszuführen, was er wollte. Ihm wäre es gewiss gelungen, die Krieger aller roten Nationen unter sich zu versammeln und mit den Weißen einen Riesenkampf zu beginnen, einen Verzweiflungskampf, dessen Ende zwar nicht zweifelhaft sein konnte, der aber den Wilden Westen mit Hunderttausenden von Opfern bedecken musste. Jetzt, in diesem Augenblick, entschied es sich, ob der Tomahawk des Todes in dieser erbitterten Weise wüten sollte oder nicht. Ich nahm ihn bei der Hand und sagte, du sollst und wirst tun, was du willst. Vorher aber höre eine Bitte, welche vielleicht meine letzte sein wird, dann wirst du die Stimme deines weißen Freundes und Bruders niemals wieder hören. Hier liegt Cho-Chi. Du sagst es selbst, dass sie mich lieb gehabt hat und mit meinem Namen auf den Lippen gestorben ist. Auch dich hat sie lieb gehabt, mich als Freund und dich als Bruder, und du hast ihr ihre Liebe reichlich zurückgegeben. Bei dieser unserer Liebe bitte ich dich, sprich den Schwur, welchen du tun willst, nicht jetzt aus, sondern erst dann, wenn die Steine des Grabes sich über der edelsten Tochter der Apachen geschlossen hat. Er sah mich ernst, fast finster an und senkte dann den Blick auf die Tote nieder. Ich sah, dass seine Züge milder wurden, und endlich richtete er das Auge wieder auf mich und sagte, »Mein Bruder Old Shatterhand hat eine große Macht über die Herzen aller, mit denen er verkehrt. Cho-Chi würde ihm seine Bitte gewiss erfüllen, und so will auch ich sie ihm gewähren. Erst dann, wenn mein Auge diese beiden Leichen nicht mehr sieht, mag es sich entscheiden, ob der Mississippi mit allen seinen Nebenflüssen das Blut der weißen und der roten Völker nach dem Meere führen soll. Ich habe gesprochen, how?« Gott sei Dank, es war mir wenigstens für einstweilen gelungen, großes Unheil abzuwenden. Ich drückte ihm dankend die Hand und sprach, »Mein roter Bruder wird sogleich einsehen, dass ich keine Gnade für den Schuldigen erbitten will. Ihn mag die Strafe so schwer und so streng treffen, wie er es verdient. Es muss dafür gesorgt werden, dass er nicht Zeit findet zu entkommen. Wir dürfen ihm keinen Vorsprung einräumen. Winnetou mag mir sagen, was in Beziehung auf ihn jetzt geschehen soll.« »Meine Füße sind gebunden«, erklärte er nun wieder düster. »Die Gebräuche meines Volkes gebieten mir bei diesen Toten, weil sie mir so nah verwandt waren, zu bleiben, bis sie begraben sind. Erst nachher darf ich den Weg der Rache antreten.« »Und wann wird das Begräbnis stattfinden?« »Das will ich mit meinen Kriegern beraten. Entweder begraben wir sie hier an der Stelle, wo sie gestorben sind, oder wir schaffen sie nach dem Pueblo, wo sie bei den Iren wohnten. Aber selbst dann, wenn sie hier ihre Ruhestätte finden, werden mehrere Tage vergehen, bevor den Erfordernissen Genüge geschehen ist, welche beim Begräbnis eines so großen Häuptlinges zu machen sind. Dann aber wird der Mörder sicher entkommen. Nein, denn wenn Winnetou ihn auch nicht verfolgen darf, so kann doch von anderen geschehen, was nötig ist. Mein Bruder mag mir recht kurz erzählen, wie es geschah, dass er hierher kam.« Jetzt, wo es sich um rein Sachliches handelte, war er so ruhig wie gewöhnlich. Ich erzählte ihm, was er zu wissen begehrte, und dann trat eine kurze Pause des Nachdenkens ein. Währenddessen hörten wir einen schweren Seufzer,
welcher von der Stelle kam, wo die beiden Strolche lagen, die ich glaubte erschossen zu haben. Wir gingen schnell hin. Dem einen war meine Kugel gerade durch das Herz gegangen, der andere war so wie Chochi getroffen, er hatte noch Leben und kam gerade jetzt wieder zu sich. Er starrte uns verständnislos an und murmelte Worte, welche ich nicht verstehen konnte. Ich bog mich zu ihm nieder und rief ihm zu: »Mann, kommt zu euch! Wisst ihr, wer jetzt bei euch ist?« Er gab sich sichtlich Mühe, sich zu besinnen. Sein Auge wurde auch wirklich klarer und ich hörte leise fragen: »Wo ist Santa?« »Entflohen«, antwortete ich, denn es wollte mir nicht gelingen, einen Sterbenden, obgleich er ein Mörder war, zu belügen. »Wohin?« »Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, von euch einen Wink zu erhalten. Eure anderen Gefährten sind tot und auch ihr habt nur noch Sekunden zu leben. Ihr werdet doch an der Pforte des Grabes besser handeln als vorher. Woher stammt Santa?« »Weiß es nicht.« »Heißt er wirklich Santa? Hat viele Namen. Was ist er eigentlich? Weiß auch nicht. Habt ihr Bekannte hier in der Nähe, vielleicht auf irgendeinem Vor?« »Nein, nicht.« »Wo wolltet ihr hin?« »Nirgends. Hin, wo Geld, Beute.« »Also wart ihr Gauner von Profession. Schrecklich. Wie kamt ihr denn auf den Gedanken, die beiden Apachen mit dem Mädchen zu überfallen? Nuggets. Aber ihr konntet doch von Nuggets nichts wissen. Wollten nach dem, er hielt inne, es fiel ihm außerordentlich schwer zu antworten. Ich erriet, was er sagen wollte und fragte: »Ihr hörtet, dass diese Apachen nach dem Osten wollten und nahmt infolgedessen an, dass sie Gold bei sich hätten.« Er nickte. »Ihr nahmt euch also vor, sie zu überfallen. Da ihr aber dachtet, dass wir vorsichtig seien und euch beobachten würden, rittet ihr eine tüchtige Strecke weiter und kehrtet erst dann um, als ihr annehmen konntet, dass wir beruhigt sein würden.« Er nickte wieder. »Dann seid ihr umgekehrt und uns nachgeritten. Habt ihr uns am Abend belauscht?« »Ja, Santa.« »Also Santa selbst war es. Hat er euch gesagt, was er bei uns erhorcht hat?« »Apachen. Nuggets holen. Früh.« »Ganz so, wie ich dachte. Dann habt ihr euch in das Gebüsch versteckt und uns von den Bäumen aus beobachtet. Ihr wolltet den Ort, wo die Apachen das Gold holen, kennenlernen.« Er hatte die Augen geschlossen und antwortete nicht. »Oder wolltet ihr sie bloß bei ihrer Rückkehr überfallen, um...« Da unterbrach mich Winnetou. »Mein Bruder mag nicht weiter fragen, denn dieses Bleichgesicht kann nicht mehr antworten. Es ist tot. Diese weißen Hunde wollten unser Geheimnis kennenlernen, aber sie kamen zu spät. Wir befanden uns schon auf dem Rückweg, als sie uns kommen hörten. Da versteckten sie sich hinter die Bäume und schossen auf uns. Inchuchuna und Schöner Tag stürzten getroffen nieder. Mir aber streifte die Kugel nur den Ärmel hier. Da schoss ich auf einen, der aber, als ich losdrückte, hinter einen anderen Baum sprang. Darum traf ich ihn nicht. Aber meine zweite Kugel streckte einen anderen nieder. Dann suchte ich hinter diesem Steine nach Schutz, der mir aber das Leben nicht hätte retten können, wenn mein Bruder Old Shatterhand nicht gekommen wäre. Denn zwei hielten mich von dieser Seite fest und der dritte wollte hinter mich, wo ich keine Deckung hatte. Seine Kugel hätte mich treffen müssen. Da hörte ich die starke Stimme von Old Shatterhands Bärentöter und war gerettet. Nun weiß mein Bruder alles und soll erfahren, wie es anzufangen ist, Santa zu ergreifen. Wem wird diese Aufgabe zufallen? Old Shatterhand wird sie lösen. Er wird die Spur des Flüchtlinges ganz gewiss finden. Allerdings, aber während ich mühsam nach ihr suche, wird viel Zeit vergehen. Nein, mein Bruder braucht nicht nach ihr zu suchen, denn sie wird ganz gewiss zu seinen Pferden führen, welche er zunächst aufsuchen muss. Dort, wo er mit seinen Leuten während der Nacht gelagert hat, gibt es Gras, und Old Shatterhand wird also sehr leicht sehen, wohin er sich gewendet hat. Und dann nimmt mein Bruder 10 Krieger mit sich, um ihm zu folgen und ihn festzunehmen. Die anderen 20 Krieger sendet er mir hierher, damit sie mit mir die Klagen des Todes anstimmen. So soll es geschehen, und ich hoffe, dass ich das Vertrauen, welches mein roter Bruder in mich setzt,
rechtfertigen werde. Ich weiß, dass Old Shatterhand gerade so handeln wird, als ob ich selbst an seiner Stelle wäre. How? Er reichte mir die Hand hin, ich schüttelte sie ihm, beugte mich noch einmal auf die Gesichter der beiden Toten nieder und ging. Am Rande der Lichtung drehte ich mich um. Winnetou verhüllte soeben ihre Köpfe und stieß dabei jene dumpfen Klagetöne aus, mit denen die Roten ihre Todesgesänge beginnen. Wie weh war mir! Oh, wie so weh! Aber ich hatte zu handeln und eilte den Weg zurück, auf welchem ich gekommen war. Ich war der Ansicht, dass Winnetous Vorhersagung eintreffen werde. Aber während ich über den erwähnten Höhengrad stieg, kam mir ein Bedenken. Santa musste vor allen Dingen auf schleunigste Flucht bedacht sein, vor allen Dingen so schnell wie möglich aus unserer Nähe zu kommen suchen. Das gerade Gegenteil davon geschah aber, wenn er nach seinem Lager lief. Dies konnte er nur in der Absicht tun, sich ein Pferd zu holen, wie aber nun, wenn er dasjenige fand, auf welchem ich selbst gekommen war. Er war doch wohl auf demselben Wege geflohen, der ihn auch hergeführt hatte. Da sah er unbedingt das Pferd. Dieser Gedanke verdoppelte meine Schritte. Ich rannte den Berg hinab, im höchsten Grade darauf gespannt, ob ich es noch antreffen würde. Welcher Ärger für mich, als ich an die betreffende Stelle kam und sah, dass es fort war. Ich hielt nur einen Augenblick an und flog mehr, als ich lief, durch die Schlucht. Hier konnte ich mich noch beeilen, weil wegen des Steingerölles ein zeitraubendes Suchen nach der Spur doch erfolglos gewesen wäre. Als ich aber unten das Tal erreichte, hielt ich an, um die Fährte sorgfältig zu lesen. Es gelang mir nicht sofort, denn der Boden war hier noch zu hart. 10 Minuten später gab es weichen Grund, wo es leichter war, die Eindrücke der Füße und Hufe zu erkennen. Da sah ich mich denn vollständig enttäuscht. Ich konnte suchen und forschen, wie ich wollte, und meine Augen und meinen Scharfsinn noch so sehr anstrengen. Es wurde nicht anders. Santa war hier nicht geritten. Er musste weiter oben an einer dazu passenden Stelle, wo auf dem Fels keine Spur zurückblieb, die Schlucht verlassen haben, anders war es gar nicht möglich. Da stand ich nun. Was war zu tun? Sollte ich zurück, um nach der betreffenden Stelle zu suchen? Es konnten Stunden vergehen, ehe ich sie fand, und einen solchen Zeitverlust glaubte ich denn doch nicht verantworten zu können. Besser war es auf alle Fälle, nach unserem Lager zu eilen und dort Hilfe zu holen. Dies tat ich, denn es war ein Dauerlauf, wie ich noch keinen gemacht hatte, doch hielt ich ihn aus, weil ich von Winnetou belehrt worden war, wie man sich dabei zu verhalten hat, um bei Atem zu bleiben und nicht zu ermüden. Man lässt nämlich das Körpergewicht nur von einem Beine tragen und wechselt dann, wenn dieses ermüdet ist, auf das andere über. Auf diese Weise kann man stundenlang Trab laufen, ohne dass man sich allzu sehr anzustrengen hat. Aber eine gute, gesunde Lunge muss man schon haben. Als ich meinem Ziele nahe gekommen war, wandte ich mich zunächst nach Santas Lager. Die 3 Pferde standen noch im Gesträuch. Ich band sie los, bestieg eines, nahm die anderen beiden an die Zügel und ritt nach unserem Lager. Es war längst Mittag vorüber und Sam rief mir zu. »Hey, wo treibt ihr euch denn herum, Sir? Habt das Essen versäumt und ich...« Er stockte in der Rede, musterte die Pferde mit einem erstaunten Blick und fuhr dann fort. »Alle Wetter! Ihr seid zu Fuß fortgegangen und kommt beritten zurück. Seid wohl gar ein Pferdedieb geworden.« »Das weniger. Habe diese Tiere erbeutet.« »Wo?« »Gar nicht weit von hier.« »Von wem?« »Seht sie nur richtig an. Ich erkannte sie sofort und ihr habt doch auch gute Augen.« »Ja, die habe ich. Sah sogleich, wem sie gehören. Wollte es aber nicht begreifen. Das sind ja die Pferde von Santa und seinen Begleitern. Es fehlt aber eines.« »Das werden wir uns suchen und auch den, der darauf sitzt.« »Aber wie kommt...« »Still, lieber Sam«, unterbrach ich ihn. »Es ist sehr wichtiges, sehr trauriges Geschehen. Wir müssen fort von hier.« »Von hier? Warum?« Anstatt ihm zu antworten, rief ich die Apachen, von denen sich einige entfernt hatten, zusammen und teilte ihnen die Kunde von dem Tode Inchuchunas und seiner Tochter mit. Nach meinen letzten Worten herrschte ein tiefes, allgemeines Schweigen ringsum. Man konnte nicht glauben, was ich sagte. Meine Botschaft war zu ungeheuerlich. Da erzählte ich ausführlicher, was geschehen war, und fügte hinzu, »Nun mögen mir meine roten Brüder sagen, wer die Zukunft besser verkündet hat, Sam Hawkins oder euer Medizinmann.
In Chuchuna und Chochi haben den Tod gefunden, weil sie sich von mir entfernten, und Winnetou ist durch mich gerettet worden. Bringt meine Nähe also den Tod oder das Leben?« Jetzt konnten sie nicht mehr zweifeln, und es erhob sich ein Geheul, welches sicher meilenweit zu hören war. Selbstverständlich englische Meilen gemeint. Die Roten rannten wie wütend umher, schwangen ihre Waffen und schnitten, um ihrem Grimme Ausdruck zu geben, die fürchterlichsten Gesichter. Erst nach einiger Zeit war es meiner Stimme möglich, ihr Geschrei zu überschallen. »Die Krieger der Apachen mögen schweigen«, gebot ich ihnen. »Das Geheul führt zu nichts. Wir müssen fort, um den Mörder zu fangen.« »Fort, ja! Fort, fort, fort!« schrien sie, indem sie zu ihren Pferden sprangen. »Ruhig doch«, befahl ich abermals. »Meine Brüder wissen ja gar nicht, was sie tun sollen. Ich werde es ihnen sagen.« Nun drängten sie sich so an mich, dass ich mich wehren musste, nicht umgerissen zu werden. Wäre Santa jetzt hier gewesen, so hätten sie ihn in Stücke gerissen. Hawkins, Stone und Parker standen still beisammen. Die Nachricht hatte einen niederschmetternden Eindruck auf sie gemacht. Jetzt kamen sie herbei und Sam sagte, »Ich bin wie vor den Kopf geschlagen und kann es noch immer nicht fassen. Schrecklich, schrecklich, entsetzlich. Die liebe, schöne, gute, junge, rote Miss ist stets so freundlich mit mir gewesen und soll nun ausgelöscht worden sein. Wisst ihr, Sir, es ist mir gerade so.« »Wie es euch ist, das behaltet für euch, lieber Sam«, fiel ich ihm in die Rede. »Wir müssen dem Mörder nach. Sprechen nützt nichts.« »Well, stimme euch bei. Aber wisst ihr denn, wohin er ist?« »Jetzt noch nicht. Dachte es mir. Habt ihr seine Spur nicht gesehen? Wie sollen wir sie nun auffinden? Scheint unmöglich oder wenigstens außerordentlich schwierig zu sein.« »Es ist nicht schwierig, sondern sehr leicht.« »Meint ihr, ha? Wollt wohl sagen, dass wir hinauf in die Schlucht müssen, wo er seitwärts ausgekniffen ist, wird ein langes Suchen geben.« »Von der Schlucht ist gar keine Rede.« »Nicht? Dann bin ich neugierig, was ihr für einen Gedanken bringen werdet. Ja, manchmal kann ein Greenhorn auch einen Gedanken, doch...« »Schweigt mit eurem Greenhorn, mir ist nicht so zumute, solche Redensarten anzuhören. Mir blutet das Herz, darum behaltet eure Witze für euch.« »Witze? Hallo! Wer da etwa denkt, dass ich die Sache scherzhaft nehme, der bekommt von mir einen Box in den Leib, dass er von hier bis hinüber nach Kalifornien fliegt. Kann nur nicht begreifen, wie ihr Santa finden wollt, ohne dass wir unsere Augen auf die Stelle setzen, wo seine Spur verloren gegangen ist. Da müssten wir, wie schon gesagt, lange Zeit suchen, und wenn wir die Spur fänden, hätten wir ihr über Berg und Tal durch den dichten Wald zu folgen, was auch sehr langsam gehen würde. Darum denke ich, wir fangen es anders an. Nämlich, wenn ich mir die Berge dort so betrachte, so möchte ich behaupten, dass sie nicht mit anderen zusammenhängen, sondern isoliert stehen. Ist auch ganz richtig, kenne diese Gegend so recht leidlich, haben hier Ebene und jenseits wieder Ebene. Diese Berge gehören nicht zu einem Gebirgs- oder Höhenzug, sondern sie haben sich ganz für sich allein in die offene Prärie hineingesetzt. Prärie? Also gibt es Gras? Ja, rund um Gras, gerade so wie hier. Darauf habe ich gerechnet. Santa mag auf oder zwischen diesen Bergen reiten, wie er will, das geht uns nichts an. Aber sobald er sie verlässt, kommt er auf die offene Prärie und muss im Grase eine Spur hinterlassen. Das versteht sich ganz von selbst, verehrter Sir. Hört nur weiter. Wir bilden zwei Trupps und umreiten die Berge, wir vier Weißen von rechts und die 10 Apachen, welche Winnetou mir angewiesen hat, von links. Jenseits treffen wir zusammen und werden dann erfahren, ob einer der Trupps auf die Fährte gestoßen ist. Ich bin überzeugt, dass dies der Fall sein wird, dann folgen wir ihr. Mein kleiner Sam sah mich von der Seite an, machte ein nicht außerordentlich erbautes Gesicht und rief aus, »Lackaday, wer hätte das gedacht, dass ich nicht auch darauf gekommen bin, ist ja das Einfachste und Sicherste, was es gibt. Das muss eigentlich jedes Kind einsehen, wenn ich mich nicht irre.« »Ihr seid also einverstanden, Sam?« »Vollständig, Sir, vollständig. Sucht euch nur schnell 10 Rote aus.« »Ich werde diejenigen wählen, welche am besten beritten sind. Wer weiß, wie lange wir den Kerl zu jagen haben. Darum müssen wir uns reichlich auch mit Proviant versehen. Wenn ihr diese Gegend leidlich kennt, so wisst ihr vielleicht, wie lange es dauert, bis man von hier aus die andere Seite der Berge erreicht.« »Wenn wir uns sehr beeilen, so kann es trotzdem über 2 Stunden währen.« »So wollen wir nicht länger zögern.« Ich bestimmte die 10 Apachen, welche sich über meine Wahl freuten,
denn dem Mörder nachzusetzen war ihnen lieber, als bei den Leichen die Totenlieder zu singen. Die übrigen 20 instruierte ich genau über den Weg, welcher zu Winnetou führte, und dann ritten sie davon.